Andrei Smaev, unter vielen auch bekannt als der russische Herkules. Er ist ein unfassbar starker Athlet von Russland, der Kraftwerte aufweist, die für die meisten von uns fast schon unmenschlich scheinen. Er ist gerade einmal 22 Jahre jung, 185 cm groß und bringt stolze 120 Kilo auf die Waage und hat mit 53 cm Bizepsumfang womöglich einen Oberarm wie Hulk. Andrei hielt sich ziemlich lange Zeit bedeckt, bis ein Video von ihm viral ging, in welchem er einarmige Klimmzüge performte, und zwar gleich mehrere davon. Was alle Zuschauer aber schockierte, war folgendes. Wie kann es möglich sein, dass ein junger Athlet wie Andrei für seine Klimmzüge ein Zusatzgewicht von unglaublichen 160 Kilogramm nimmt, 270 Kilogramm auf der Bank drückt oder auch 270 Kilogramm beugt und immer noch Übungen wie ein schlanker Calisthenics-Athlet an der Stange ausführen kann? Wie beispielsweise Front Lever Rows, Human Flex oder auch Muscle-Ups und mehr. Wenn man bedenkt, dass der Rekord für einen Klimmzug mit Zusatzgewicht 2019 von Matiev mit 120 Kilogramm Zusatzgewicht aufgestellt wurde, hat diesen Andrei ohne mit der Wimper zu zucken um Längen geschlagen. Wenn man ihn sieht, denkt man an einen massiven Bodybuilder. In Wahrheit ist er aber ein knüppelharter Calisthenics-Athlet, der Calisthenics auf ein ganz neues Level bringt. Andrei selbst behauptet, dass er sehr selten im Gym trainiert und seine ganze Muskelmasse durch das Calisthenics-Training in Kombination mit den Kettlebells zustande kommt. Was ihn am meisten an Calisthenics-Training fasziniert, ist folgendes. Одна гиря и, пожалуйста, улица. Не платишь в зале никому деньги, когда тебе удобно сходил, в любое время. Da sich Andrei so bedeckt hält und es bislang sehr schwer war, an einen Fitnessfreak heranzutreten, pulsieren seit neuestem im Netz immer mehr Videos, in welchen sich andere Athleten zu seiner unglaublichen Performance äußern und ihn unbedingt persönlich kennenlernen wollen. Dass Andrei ein genetisches Wunder ist, kann man daran festmachen, dass er angeblich mit 13 Jahren bereits unfassbare 140 Kilogramm auf der Bank drückte. Das ist für mich persönlich so unfassbar, dass ich es kaum glauben kann. Das wäre ja sogar um Weiten mehr als unser ukrainischer Gigant Pavlo, von welchem ich euch bereits im letzten Video erzählt habe. Er drückte mit 15 Jahren nämlich 100 Kilogramm auf der Bank, was bereits mehr als beeindruckend war. Andrei ist derzeit 23 Jahre alt und lebt in einer kleinen Stadt Russlands. Er arbeitet in einer Fabrik und verdient nur umgerechnet knapp 500 Euro. Das hält ihn aber nicht davon ab, sein Geld in seinen Fitnesslifestyle zu stecken, auch wenn er sich immerhin die Gymgebühren spart. Andrei ist kürzlich sogar Vater geworden und ziemlich beschäftigt mit seinem Familienleben. Trotzdem trainiert er immer noch einfach nur episch und arbeitet sehr hart für seine Liebsten. Er lässt sich einfach eben nicht unterkriegen. Einen sauberen Klimmzug schafft Andrei mit einem Zusatzgewicht von 160 Kilogramm. Legt er die Gewichte ab, kann er problemlos über 40 Klimmzüge ausführen, was unglaublich ist, wenn man bedenkt, dass er 120 Kilogramm auf die Waage bringt. Weitere Kraftwerte von ihm sind 270 Kilogramm Bankdrücken, 270 Kilogramm Kniebeuge oder auch 300 Kilogramm Kreuzheben für 4 Wiederholungen. Aktuell liegt der Weltrekord für Bizeps Curl bei 113 Kilogramm und wurde von Denis Chiplenkov aufgestellt. Ich persönlich glaube, dass nicht mehr so viel Zeit vergehen wird, bis auch Andrei diesen Weltrekord schlagen wird. Schließlich hat er bereits hinter die Marke von 105 Kilo Bizeps Curl einen Haken gesetzt. Wenn man bedenkt, dass er nie gezielt für dieses Ziel trainiert hat, könnte er auch bald schon den Weltrekord von 113 Kilogramm brechen. Als Andrei Denis Chiplenkov in seinem eigenen Gym besucht und sie eine kleine Bizeps Curl Wettbewerb starten, konnte Andrei auf jeden Fall überzeugen. 80 Kilogramm curlt er problemlos. 90 Kilogramm scheint für ihn ebenfalls kein Problem zu sein. Selbst 100 Kilogramm kann Andrei stemmen und bekommt ein paar lobende Worte dafür. Allerdings ist bei 105 Kilogramm diesmal Schluss. Man muss allerdings dazu sagen, dass Andrei bereits am Vortag schwere Gewichte auf der Bank, Klimmzüge mit Zusatzgewichten und auch schwere Bizeps-Curls bei seinem Training dabei hatte. So oder so eine bärenstarke Leistung von unserem Andrei. Was mich persönlich aber am meisten an Andrei fasziniert, ist, wie bodenständig er eigentlich ist. Er mag es überhaupt nicht, oberkörperfrei zu trainieren und tut es nur für dieses Video für uns. Genauso wenig legt er Wert auf Social Media, verkauft keine Trainingsprogramme und möchte auch kein Geld in den Sport verdienen. Andrei macht eben alles nur aus Liebe zum Sport. Das zeugt von wahrer Leidenschaft. Props an Andrei als bodenständigsten Athleten der Welt. In seiner Garage befinden sich alles an Equipment, was er eben zum Trainieren benötigt. Das sind im Prinzip Kettlebells bis zu 32 Kilo und ein paar weitere Hantelscheiben. Bevor er mit seinen Freeletics Workouts loslegen kann, schnappt er sich ein paar dieser Gewichte und verstaut sie in seinem Auto. Für das heutige Calisthenics Training plant er 100 Kilo für seine Klimmzüge zu nehmen und 10 Sätze zu performen.
Ganz in der Nähe befindet sich ein Spielplatz neben einer Schule. Nach einem kurzen Warm-up sind nicht nur verblüffenderweise die ganzen spielenden Kinder um ihn herum verschwunden, sondern er zeigt auch gleich, was er drauf hat. Für Andrei sind Pull-ups mit seinem Körpergewicht von 120 Kilogramm eine Leichtigkeit. Auch Zusatzgewichte von 80, 100 oder 120 oder sogar 140 Kilo scheinen ihn nicht sehr anzustrengen. Immerhin liegt sein Rekord bei den Zusatzgewichten bei einem Klimmzug bei 160 Kilogramm. Zuschauerfrage: Was ist euer Maximalgewicht bei einem Klimmzug gewesen? Oder wie viele Wiederholungen schafft ihr maximal bei Klimmzügen ohne Zusatzgewicht? Wer mehr als Andrei geschafft hat, meldet euch bitte bei mir. Ihr bekommt ein persönliches Shoutout. Andrei wünscht sich im Prinzip, es würde mehr Menschen geben, die diesen Sport ausüben. Er findet die schlechten Gewohnheiten wie Rauchen oder Alkohol zerstören den Körper und Calisthenics stattdessen garantiert für Gesundheit und Wohlbefinden. Neben Calisthenics, Weightlifting und Powerlifting probiert sich Andrei auch im Armwrestling. Nicht nur, dass er einen gigantischen Bizeps mitbringt, der womöglich schon beim bloßen Anblick seine Gegner außer Gefecht setzt, scheint er ziemlich viel Talent im Armwrestling zu haben. Er ist so stark, dass er auch im Armwrestling eine Karriere vor sich haben könnte, an der er aber genauso wenig Interesse hat wie in allen anderen Gewichtssportarten. Um seine Muskelberge mit Nährstoffen zu versorgen und schnelle Regeneration für das nächste Training zu garantieren, ist Andrei natürlich sehr ausgewogen und proteinreich. Und das ziemlich oft. Ein kurzer Vergleich zwischen ihm und Arnold zeigt in einem seiner Videos ganz klar, dass Andrei das Zeug zum Bühnenathlet hätte, da es ohne zu wollen gar nicht mal so weit von den Maßen von Arnold entfernt liegt. Ich weiß, das ist ein ziemlich weit hergeholter Vergleich, nichtsdestotrotz bin ich einfach nur baff von Andrei seinen Resultaten. Als Andrei gefragt wird, was ihn motiviert, antwortet er im Übrigen: Я понимаю, что как бодибилдер я не буду выглядеть, но спортивно подтянуто может быть. И жене моей больше тоже нравится, что когда ты, как говорится, спортивный, также для ребенка, чтобы она видела, что отец не курит, не пьет, здоровый образ жизни. Harte Schale, weicher Kern eben. Was können wir vom stärksten Calisthenics-Athleten der Welt und womöglich auch bodenständigsten lernen? Ganz egal, wo du lebst, welche Lebensumstände es gibt, ob reich oder arm, ob alt oder jung, jeder kann trainieren und sich in die beste Form seines Lebens bringen. Ich hoffe, diese Botschaft geht um die Welt und motiviert noch viele weitere Menschen dazu zu trainieren. An dieser Stelle muss ich euch einfach mal dazu auffordern, die Story von Andrei zu verbreiten. Klar ist Andrei ein wahres Biest mit enormer physischer Kraft. Was mich persönlich aber am meisten triggert, ist, dass er unzählige sportliche Karrierechancen vor sich hätte und seine Taschen locker mit ein paar Fitnessprogrammen füllen könnte. Ich respektiere einfach positive, aufrichtige Menschen wie unseren Andrei und möchte einfach nicht, dass so ein Übermensch irgendwo in Russland unbekannt vergraben bleibt. Ich möchte seine Story nach draußen tragen und ihm die gebürtige Anerkennung geben. Darum teile ich auch mit euch diese Story heute. Danke an jeden da draußen, der diese Story von Andrei weiterträgt. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn Andrei die nächsten 170 Kilogramm Zusatzgewicht beim Klimmzug auf die Beine stellen sollte. Passt auf euch auf und bleibt fit.